Well, good afternoon, everybody. Good evening, actually. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. I'm very, very grateful to be ich bin sehr dankbar, dass heute die hohe Vertreterin der Europäischen Union, Catherine Ashton, meine Freundin und Kollegin, hier zugegen ist und eine gute Partnerin bei all den Bemühungen der vergangenen Wochen und Monate. Ich danke ihr insbesondere für ihre Führungsrolle. Die Diplomatie erfordert natürlich oder braucht immer auch bereitwillige Partner, die miteinander verhandeln wollen. Und der Herr Außenminister Lavrov hat heute auch gezeigt, dass die Russen bereit sind, sich jetzt an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen. Wir haben sehr hart gearbeitet und wir haben alle waren alle guten Willens und haben die tatsächlichen Unterschiede der Positionen herausgearbeitet, um einen Weg für das Volk der Ukraine zu finden, der es ihnen ermöglicht, ihre eigenen Erwartungen nun auch zu erfüllen, in einer stabilen und geeinigten Demokratie zu leben und zu wohnen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Das hat die Entwicklung im Osten gezeigt. Die Ukraine hat sich bewundert. Wird gezeigt auch und enthalten, auch im Hinblick auf ganz beachtenswerte Herausforderungen. Aber niemand darf jetzt daran zweifeln, dass ein souveräner Staat immer das Recht hat, selbst sich zu wehren, wenn die öffentliche Ordnung bedroht ist. Unsere Aufgabe besteht jetzt in der Deeskalation der Lage in der Ukraine. Deshalb lassen Sie mich Ihnen kurz erläutern, wo wir jetzt stehen. Wir haben einige anfängliche konkrete Schritte beschlossen heute im Laufe der Gespräche, um jetzt die Lage, die Spannungen zu deeskalieren und Sicherheit wiederherzustellen für alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Parteien haben sich heute geeinigt, dass alle Seiten jetzt auf die Anwendung von Gewalt verzichten müssen, auf Einschüchterungen. Und wir haben alle schärfstens verurteilt, jegliche Äußerung von extremistischer und religiöser Intoleranz, einschließlich antisemitischer Äußerungen. Lassen Sie mich kurz daran erinnern, in den vergangenen Tagen waren ja da Nachrichten an Juden geschickt worden, mit denen sie aufgefordert wurden, sich als Juden zu erkennen zu geben. Da lag wohl die unterschwellige Bedrohung dahinter, dass die Menschen, die das nicht täten, unter Konsequenzen zu leiden hätten. Im Jahre 2014, insbesondere nach den schlimmen Ereignissen der Vergangenheit, ist dies nicht nur intolerabel, sondern gleichzeitig grotesk und jenseits des Akzeptablen. Und alle Menschen, egal nun von welcher Ideologie, von welcher Partei, von welchem Ort sie stammen. Es gibt keinen Platz, keinen Ort mehr für so etwas und das haben wir heute einstimmig auch verurteilt. Hinzu kam ja, dass jetzt kürzlich auch Kirchen und ihre Gemeinden in der Ukraine bedroht waren, die orthodoxe Kirchen, da war gedroht worden, die anzugreifen. Auch diese Art von Benehmen, von Verhalten, von Bedrohung hat auch keinen Platz mehr in unserer Welt und deshalb, das ist ja nicht nur grotesk und keineswegs zu akzeptieren, sondern es kann einfach auch der Bewährungsprobe nicht standhalten im Hinblick auf den zukünftigen Weg, den die Ukraine nehmen will und soll. Wir haben heute weiterhin beschlossen, dass alle illegal bewaffneten Milizen entwaffnet werden müssen, dass die Gebäude an ihre legitimen Besitzer zurückgegeben werden müssen und dass Plätze, Straßen und andere öffentliche Räume, die zurzeit besetzt werden, geräumt werden müssen. Die Regierung der Ukraine selbst hat
bestätigt, dass heute erneut bestätigt, dass sie den Demonstranten eine Amnestie gewährt und auch all denen, die jetzt die öffentlichen Räume und Gebäude räumen und die ihre Waffen abgeben, mit Ausnahme derjenigen, die sich eines Kapitalverbrechens schuldig gemacht haben. Wir haben dann weiterhin noch beschlossen, wir wollen ganz konkrete Schritte auch gemeinsam finden und definieren, festlegen und nicht nur Lippenbekenntnisse, um jetzt die Lage auch zu entspannen. Darum haben wir auch uns darauf verständigt, dass die OECD-Mission, die sich ja zurzeit dort schon zur Beobachtung befindet, die ihre Arbeit schon aufgenommen hat, dass ihr jetzt eine Sonderrolle zukommt bei der Beratung der Kommunen, der Städte und Gemeinden in der Ukraine im Hinblick auf die unverzügliche Deeskalation und dass sie überall dort eingesetzt werden können, unverzüglich eingesetzt werden können, wo sie benötigt werden. Die USA, die EU und Russland haben sich verpflichtet, diese OECD-Mission zu unterstützen und zugleich auch eigene Beobachter zu entsenden. Ich möchte unterstreichen, dass die politische Führung der Ukraine jetzt auch bereit ist, im Hinblick auch auf die größere Autonomie der einzelnen Regionen auch Zugeständnisse zu machen. Ich habe heute Nachmittag mit dem Herrn Premierminister Jasenyuk gesprochen, dem Ukrainischen, und er sagte und bekräftigte erneut, dass er selbst und auch seine Regierung jetzt bereit ist, hier einen integrierenden, stabilen und konstruktiven Prozess einzuleiten und durchzuführen für die Verfassungsreform der Ukraine. Der Premierminister hat uns darüber hinaus auch noch einmal über diesen Reformprozess für die neue Verfassung informiert, über den Stand der Dinge informiert. Und was ganz wichtig ist, er selbst und Herr Premierminister Jasenyuk haben sich heute Nachmittag verpflichtet, so weit wie möglich auch zu gehen, um auch Menschen mit anderen Vorstellungen, ihre politischen Gegner, andere Ethnien und Menschen aus anderen Regionen die Hand zu reichen, um hier einen integrierenden, konstruktiven Prozess anzustoßen. Der Herr Deschisa, der Außenminister, hat uns auch noch einmal bestätigt, dass dieses Verfahren inklusiv und transparent sein wird im Hinblick auf die Verfassungsreform. Unverzüglich soll jetzt ein breit angelegter nationaler Dialog eingeleitet werden mit allen Regionen, mit den politischen Wahlkreisen, mit den politischen Parteien. Es einbezogen werden in die Überlegungen werden sollen, dann auch die Meinungen und Vorstellungen der Menschen in den jeweiligen Landesteilen. Die Parteien haben sich heute auch über die Bedeutung der Wiederherstellung der finanziellen und ökonomischen, der wirtschaftlichen Stabilität der Ukraine verständigt. All dies, so glauben wir, davon sind wir überzeugt, ist fast die Arbeit von heute sehr gut zusammen, aber die Arbeit von heute, von der gehen natürlich auch Grundsätze und Verpflichtungen aus und auch Arbeitspläne, die wir jetzt machen müssen. Und wir haben natürlich auch als allererste verstanden, dass die Worte, die wir jetzt niederschreiben, nur dann Bedeutung haben, wenn entsprechende Aktivitäten dann auch eingeleitet und umgesetzt werden. Es steht also ganz klar fest, dass es jetzt besonders darauf ankommt, dass die Worte, die wir heute ausgetauscht und vereinbart haben, sich in konkreten Maßnahmen wiederfinden, die vor Ort dann auch umgesetzt werden. Niemand darf glauben, dass der Job erledigt ist, nur weil wir die guten Absichten niedergeschrieben haben. Der Job ist erst erledigt, wenn diese Absichten umgesetzt werden. Und die OECD muss deshalb auch jetzt unmittelbar mit der Arbeit beginnen, um die Situation in Donetsk, in Slawiansk und all den anderen Städten zu deeskalieren, die unter der zunehmenden Destabilisierung leiden. Und die Menschen müssen jetzt auch den Zugang erlauben für die OECD-Beobachter. Wir werden das aufmerksam beobachten und sicherstellen, dass unsere Beobachter und unser Botschaftspersonal
auch in der Lage ist, vor Ort die Informationen einzuholen, die wir benötigen. Wir respektieren in vollem Umfang auch die Russen. Sie haben ja gesagt, sie sind heute hier und haben ihre Ernsthaftigkeit auch unter Beweis gestellt, dass sie nämlich die prorussischen Milizen aufgefordert haben, ihre Waffen niederzulegen, die Gebäude und Plätze zu räumen und sich jetzt an dem konstruktiven Dialog zu beteiligen. Keine weiteren Vorkommnisse dieser Art dürfen mehr passieren in der Ukraine. Das ist klar, denn das wäre auf jeden Fall ungesetzlich. Ich habe Herrn Außenminister Lavrov heute auch klar gesagt, dass wenn wir keinen Fortschritt sehen jetzt bei der Umsetzung der Grundsätze unserer Vereinbarung, jetzt auch schon ab dem Wochenende, dass wir dann keine anderen Optionen haben, als jetzt den Preis für eine solche Aktion weiter hochzutreiben. Und das ukrainische Volk steht jetzt vor großen Herausforderungen, befindet sich unter großem Druck. Die Ukrainer haben ihr eigenes Volk aufgefordert, sich auf jeden Fall auch der Gewalt zu enthalten. Im Angesicht der Änderungen, die den einen oder anderen durchaus dazu veranlassen könnten, Gewalt anzuwenden. Die internationale Völkergemeinschaft steht angesichts der Ereignisse in der Ukraine weiter zu dem Land und begleitet es auf diesem demokratischen Weg zu Wohlstand und Frieden. Lady Ashton, herzlichen Dank, Herr Außenminister Kerry. Ich möchte ein paar Kommentare noch hinzufügen. Sie haben ja die Erörterungen, die zu der Vereinbarung geführt haben, sehr gut dargestellt. Die Debatten waren sehr offen, auch sehr konstruktiv, weil wir jetzt auch konstruktive Schritte, praktische Schritte finden mussten, um die Lage in der Ukraine zu deeskalieren. Es war außerordentlich wichtig, jetzt alle gemeinsam hier an einem Tisch zu sitzen, um diesen konstruktiven Dialog auch zu beginnen. Das muss unsere allererste Priorität sein, dass wir uns jetzt konzentrieren auf die Deeskalation in der Ukraine. Wir haben eine Reihe von konkreten Schritten bereits jetzt vereinbart, die ab sofort umgesetzt werden können. Und wenn ich sage ab sofort, dann ist das gerade diese Unverzüglichkeit sehr wichtig. Wir möchten sehen, dass da erste Ergebnisse auch unmittelbar sich einstellen. Die Sondermission der OECD, diese Beobachter, werden dabei eine wichtige Rolle spielen, auch in Verbindung mit den Kommunalbehörden in der Ukraine und der Regierung in Kiew. Wir begrüßen die Selbstverpflichtung der Ukraine zu einem integrierten und offenen demokratischen Dialog für die Verfassungsreform. Die Wahlen am 25. Mai sind unseres Erachtens die beste Möglichkeit für das ukrainische Volk, seine Meinung zu sagen. Und wir fordern alle Kandidaten jetzt auf und Kandidatinnen jetzt auf, sich höflich zu verhalten und sich gegenseitig zu respektieren, zu achten. Wir stehen weiter zur Souveränität, zur territorialen Unverletzlichkeit der Ukraine. In der Zwischenzeit wird die Europäische Union weiterhin alle Bemühungen unterstützen, die Lage in der Ukraine zu stabilisieren. Das gilt für die wirtschaftlichen, die finanziellen Fragen. Präsident Barroso, der EU-Kommissionspräsident Barroso, hat heute einen Brief im Auftrag der EU an Herrn Putin geschrieben und hat insbesondere da auch zugestimmt, dass es jetzt zu trilateralen Gesprächen kommt zwischen Russland, der Ukraine und der EU über die Energieversorgung und die Gaslieferungen. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass man jetzt konstruktiv an der Lösung arbeitet, um dem Land hier aus dieser misslichen Lage herauszuhelfen. Erste Frage bitte von der Washington Post an Herrn Außenminister Kerry. Herzlichen Dank. Herr Außenminister, haben Sie heute auch besprochen oder haben sich die Russen verpflichtet, ihre Truppen an der Ostgrenze der Ukraine zurückzuziehen? Und haben Sie auch über die Aufhebung von Sanktionen gegen russische Staatsbürger gesprochen? Sie haben auch gesagt, dass die Russen nun auch die prorussischen Milizen in der Ukraine selbst aufgefordert haben, ihre Waffen niederzulegen. Hat
Russland sich im Übrigen weiter noch verpflichtet, auch im Hinblick, die Ukraine auch finanziell zu unterstützen, um die Staatsverschuldung abzusenken? Nein. Im Hinblick auf die Gaslieferungen sind von russischer Seite keine Verpflichtungen eingegangen worden. Wir haben aber, was Lady Ashton gerade gesagt hat, beschlossen, hier einen Dialog zu eröffnen zwischen der EU, der Ukraine und Russland. Und mit Blick auf den Rückzug der russischen Truppen, Entschuldigung, sie haben ganz klar gesagt, die Russen haben ganz klar gesagt, dass mal vorausgesetzt, die Lage kann deeskaliert werden, dass wenn sichergestellt ist, dass natürlich auch die Rechte aller Ukrainerinnen und Ukrainer in der neuen Verfassung sich wiederfinden, dass sie dann bereit sind, auch jetzt im Hinblick auf die Rückführung ihrer Truppenstärke etwas zu tun. Sie haben gesagt, Sie haben ein Bataillon verlagert. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ob nicht auch genau dieser Rückzug der Truppen Teil der Gleichung, der politischen Gleichung sein kann. Aber das, und so haben wir es vereinbart, wird davon abhängen, inwieweit auch die Genfer Erklärung von heute umgesetzt wird. Darum haben wir gesagt, wir wollen von Anfang an schon konkrete Maßnahmen haben, die unverzüglich umgesetzt werden können, die es uns dann auch ermöglichen, das Ausmaß der Deeskalation klar zu ermessen. Und wenn wir da Erfolge sehen, werden wir unsere Zusammenkünfte weiter fortsetzen. Wir werden dann weiter miteinander sprechen. Das ist ja jetzt gerade nur der Anfang, sehen Sie. Alles hängt selbstverständlich auch von dem guten Willen aller Gesprächsbeteiligten heute ab. Wir werden das natürlich sehr aufmerksam weiter beobachten. Da war aber noch eine andere Frage von Ihnen. Die Dame hat kein Mikro. Der Dolmetscher kann es nicht hören. Gut, zur Frage zusätzlicher Sanktionen. Wir haben darüber überhaupt nicht gesprochen heute. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, irgendwelche Sanktionen jetzt aufzuheben. Das wäre ja noch viel zu früh, das versteht wohl auch jeder. Zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt erst einmal diese konkreten Schritte beschlossen haben und jetzt einmal sozusagen austesten, wie bereit die jeweiligen Parteien sind, diese Maßnahmen auch umzusetzen, können wir darüber noch nicht sprechen. Wenn sich was vor Ort ändert, wenn es zu einer Deeskalation führt, dann wird man sicherlich auch über dieses Thema miteinander reden. Herzlichen Dank. Zu Ihrer Frage der Entwaffnung der prorussischen Milizen in der Ukraine. Die Verantwortung obliegt natürlich denjenigen, die für die Präsenz dieser Milizen gesorgt haben, die sie eingekleidet haben mit den Uniformen und die sie mit den Waffen versorgt haben und die sie dann geführt haben im Laufe dieser Maßnahmen, dieser Besetzungsmaßnahmen, dieser Proteste. Und bevor wir jetzt in irgendeiner Hinsicht uns anmaßen wollen, da etwas zu beurteilen, inwieweit da Fortschritte gemacht werden, haben wir ganz klar festgestellt, dass Russland einen sehr, sehr großen Einfluss auf diese prorussischen Milizen hat. Und wir haben ganz klar gesagt, das ist nachweisbar. Weltweit kann man das sehen und sich ein eigenes Bild davon machen, was dort vor Ort passiert. Deshalb werden die nächsten Tage ja ganz wichtig sein, weil sie es uns erlauben werden zu sehen, ob da Fortschritte gemacht haben. Wir haben ganz klar gesagt, was die Politik des Weißen Hauses ist. Und wenn wir in den nächsten Tagen keine Fortschritte sehen, wenn wir jetzt nicht sehen, dass die Russen sich in die richtige und die Ukrainer sich in die richtige Richtung bewegen, dann wird es weitere Sanktionen geben als Konsequenzen. Julian Bocher darf die nächste Frage stellen.
Darf ich noch etwas hinzufügen? Unser Ziel bestand ja nicht darin, hierher zu kommen und einander jetzt zu bedrohen oder gar den Erfolg unserer Gespräche hier in Frage zu stellen. Wir wollten uns über die Lage vor Ort ganz realistisch unterhalten. Und wir hoffen jetzt, dass wir die Tore geöffnet haben für alle Parteien, sodass man jetzt auch in der Ukraine tatsächlich etwas verändern kann, dass alle, die dort etwas verändern können, das tun werden. Die Russen, habe ich ja gesagt, haben einen erheblichen Einfluss auf die prorussischen Milizen. Und die Regierung der Ukraine hat ebenfalls einen großen Einfluss. Beide müssen jetzt Schritte unternehmen, um hier den Raum zu schaffen füreinander, für beide Parteien, dass sie besser aufeinander zugehen können. Haben denn Ihre Gespräche heute dazu geführt, dass man kompromissbereiter geworden ist und auch im Hinblick auf die Autonomie der Ukraine? Gut, Catherine wird da sicherlich auch was sagen können. Wir waren beide sehr beeindruckt vom Premierminister Yatsenyuk und seiner Definition, seiner Darlegung all dessen, was er bereit ist zu tun, was die Interimsregierung, jetzt die Übergangsregierung in Kiew auch bereit ist zu tun. Sie haben schon ihre eigene Vorstellung von der Autonomie dargelegt. Sie haben gesagt, okay, wir wollen eine Föderalisierung, eine im Hinblick auf die Wahlen, die Kommunalwahlen, die Regionalwahlen, dann auch auf die auf das Recht, eine eigene Budgethoheit zu haben, also eigene Haushalte verwalten zu können. Und die föderale Regierung hätte dann nur noch die Kernkompetenzen, die nationale Art, also wie beispielsweise Verteidigungspolitik. Und das ist ja nun auch im Endeffekt eine Struktur, wie man das ja auch in Russland zum Teil auch findet. Wir waren sehr beeindruckt. Die Regierung, die Übergangsregierung hat das heute alles dargelegt und bekräftigt und wird jetzt in dem konstruktiven Dialog für die Verfassungsreform das auch alles umsetzen. Ich kann das nur bestätigen. Der gesamte Prozess der Verwaltungsreform setzt natürlich voraus, dass man sich jetzt konstruktiv unterhält mit allen Beteiligten. Das heißt also, dass die kreativen und guten Ideen aus allen Teilen des Landes in Kiew aufgenommen werden, damit die Regierung in Kiew dann auch sehen kann, inwieweit die Leute überhaupt eine zentralere oder eine dezentralere Verwaltungsstruktur haben wollen. Und wir wollen ja nur, dass dieser Dialog stattfindet in der geeigneten und korrekten Form. Wir wollen sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger aller politischen Parteien in der Ukraine sich tatsächlich jetzt an einen Tisch setzen. Und wir wollen, dass insbesondere die kommunalen Behörden, die regionalen Behörden und die nationale Regierung in Kiew zusammenarbeiten, denn das ist der einzige vernünftige Weg aus der Krise. Herzlichen Dank, Herr Außenminister. Was haben Sie denn für einen spezifischen Zeitplan und wie sehen die konkreten Konsequenzen, die Folgen aus, wenn die Grundsätze Ihrer Genfer Vereinbarung von heute nicht umgesetzt werden? Und haben Sie keine Sorge, dass Russland jetzt tatsächlich seinen Einfluss noch gestärkt hat in der Ukraine, insbesondere, ich meine, his right to take military intervention there. Well, first of all, we obviously would contest the notion of a right. Das Recht, Militär einzusetzen in der Ukraine, da sind wir natürlich gegen und das sagen wir auch ganz klar. Wir sind auf jeden Fall auch ganz klar gegen die Ausübung dieses Interventionsrechts auf der Krim. Das haben wir ganz klar gesagt und das gilt natürlich auch für die Ukraine und für das gesamte Völkerrecht. Da gehen wir von einem unterschiedlichen Standpunkt aus, da haben wir eine Meinungsverschiedenheit. Aber lassen Sie mich trotzdem sagen, was jetzt zugesagt wurde von der Übergangsregierung in Kiew, was Herr Premierminister Yatsenyuk jetzt zugesagt hat,
Das lag ja alles schon als Zusage auf dem Tisch, bevor die Russen jetzt da aktiv geworden sind. Premierminister Jatsenyuk hat von vornherein eine größere regionale Autonomie zugesagt. Er hat sich ja genau dieses Begehren der Regionen angehört und hat darauf auch bereitwillig reagiert. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht zu Verwerfungen in der Sozialstruktur der Ukraine, die gab es ja, und das muss berücksichtigt werden, die gab es aber lange, die sozialen Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen, Städten und Gemeinden, das gab es schon lange, bevor überhaupt die Übergangsregierung jetzt auch an die Macht kam. Das heißt also, die Einschätzung, dass diese Position der ukrainischen Regierung jetzt neu sei aufgrund des russischen Einflusses, das ist nicht korrekt. Die Übergangsregierung hat ja von vornherein schon lange vor diesen Ereignissen gesagt, sie will eben die sozialen Unausgewogenheiten, die Ungleichheiten zwischen den Regionen bekämpfen. Ich glaube, diese Schritte sind schon sehr viel früher eingeleitet worden von der Regierung, weil die Übergangsregierung der Meinung war, das sei der beste Weg, auch die Ukraine zu stärken, in ihrer Einheit zu stärken, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der regionalen und politischen Unterschiedlichkeiten. Das war ein sehr mutiger Akt und zeigt natürlich auch die besten Aussichten auf für die Zukunft, für eine demokratische, freie und souveräne Ukraine, wo die Menschen stolz darauf sind, Ukrainer zu sein, gleichzeitig aber auch sich in ihrer eigenen Gegebenheit, Befindlichkeit wiederzufinden. Gut, Ihre Frage nach dem Zeitplan für diese Schritte, die wir eben erwähnt haben. Wir erwarten jetzt schon für das Wochenende die Umsetzung einzelner Schritte, die wir heute vereinbart haben. Das muss nicht alles Montag vollendet sein. Es sind ja auch Dinge, die etwas länger brauchen. Aber wir brauchen ein ganz klares Zeichen, dass alle Beteiligten auch sich an die Vereinbarung halten und diese Schritte umsetzen, sodass wir dann auch weiter mit Konsultationsgesprächen fortfahren können.